Ja, moin moin und herzlich willkommen zu 7 Days to Die. Und da hört man ihn schon wieder. Ich glaube, er will mir das Bücherregal wegnehmen. Es Der ist Omi ist leer. auch dabei. Es ist Oh, leer. hat er echt schon? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Freundchen! Schnell Was? weg hier. Schnell weg. Ah, dafür krieg ich den Toten hier noch. Och, Mann, ey. Bei mir wäre bestimmt das Minibike drin gewesen. Zwei. 3. Was ist schon oben? Schon auch, Nein. ne? Auch da war er noch nicht. Ja, Alter. Ich Hast hab mich das doch nicht nicht. mitbekommen. Hast du mich nicht stehen sehen? Nee, ich bin Schnell raus einfach hier. hoch. Der haut mir gleich die Omme runter. Nein. Die teilen die Häuser gleich auf. Ja. Oh, es regnet. Ich sehe es zwar nicht, aber es regnet. Ja. Bin nass. Gucken, eigentlich müsste die Tasche gleich mal wieder leer machen. Nö, geht noch. Ich geh mal da drüben gucken. Da muss doch irgendwas sein. So spektakulär scheint die Stadt aber nicht zu sein. Dättchenchenchen. Ja. Aber um Loot-Level hochzubekommen, dafür wird es wohl reichen, ne? Ein Huhn. Ein Huhn. Muss es. Und jetzt habe ich keinen Platz frei. Soll ich vorbeikommen? Hast du es schon getötet? Ja. Jetzt habe ich schon Gar. Platz frei. Okay. Erst beschweren. Ja, Loot Respawn, Loot. Zombie Respawn erhöht, aber. Kann aber natürlich, das haben wir ja nie beachtet, kann aber auch noch an dem Tag liegen, ne? Das glaube ich auch, ja. Ne? Loot, Schutz und so. Welpenschutz, meinst du? Ja. So, hier auf dem Schrottplatz, da sind ein paar Kriecher, ein paar Krabbler, ein paar Stinkköpfe. Ich hab sie zu dir geschickt. Denk mal drüber nach. Habe ich für jeden etwas dabei. Die Schwester muss natürlich wieder aufstehen, ne? Genau, fallen wir um. So, irgendwas muss ich jetzt wegschmeißen. Das Bitte kann die ich Sachen schön nach scrappen. vorne. Kann ich auch scrappen. Ein Stück Kohle kann weg und die Klamotten. So, wunderbar. Habe ich sie wieder aufgenommen. Ist auch immer so schön, wenn man gerade schön sich Mühe macht, auszusortieren. Drückt E im Inventar. Gesundheit. Ja, Dankeschön. Wem gehören denn da die schönen Füße, die hier reingucken? Mir nicht. Tada! Level 15. Nein. Doch. Jetzt ist schon. Ja, natürlich. Oh, er hatte auch Level 15 vorhin. Mit Kopf, jetzt nicht mehr. Scavenging 14. Mininghelm. Sehr gut. Wobei, wir haben ja beide einen. Oh, falsch. Mir gar nicht aufgefallen, dass ich einen hab. In Nicht? den Schritt. Ich finde es Schon geil, wenn wieder. man die anschießt, dass die. Umfallen? Dass die so torkeln. Ja. Das stimmt. Je nachdem auch, wo du sie hinschießt, ne? Die Pfeile. Und seitdem schießt er immer wohin? Au. Oh Auf den nein, Kopf. das nehmen wir nicht mit. Ja, ist klar. So, du lebst noch, das hast du ja angekündigt. Ich lebe noch? Nee, der Wackeldackel hier. Achso. Ich dachte, du meinst mich. Ja, ich lebe noch. Kaum zu So. glauben, aber Au. ist so. Runtergeplupst. Machen wir ein so ein Gun-Safe auf? Das kann ja ein bisschen anstrengend werden, ne? Ein Gun-Safe. Ich habe Ja. hier so einen kleinen Desktop-Safe. Der geht ja nicht, ne? Aber. Wobei, eigentlich ist der Gun-Safe von der Haltbarkeit ja genauso wie der kleine Safe. 2500 habe ich hier. Ja. Klopfe ich gerade auf. Ich auch. Hab schon besseren Loot drinne. Wobei der.
Zombie spawn? Entweder kommt eine Wanderhorde vorbei oder. Ich sehe jetzt gerade keinen. Bei mir ist gerade, wird's gerade laut und ich mag das überhaupt nicht, wenn ich nicht weiß, wo die sind und ich bin irgendwo im Haus. Okay. Heißt das etwa, du hast Schiss? Was soll das denn heißen? Die sind draußen, ich weiß jetzt. Und vielleicht liegt es auch daran, dass ich mit Essen in der Tasche rumlaufe, ungekocht. Ach guck mal, das war auch nur eine Lady. Eine, ja. Ne? Die können manchmal so einen Krach machen. Was hat, die hat getanzt? Ja, für dich. Ich hab ihr $50 in die Tasche gesteckt und hab gesagt, tanz, Baby. Ja, das Baby, Baby. Hallo? Oh. So, da ist ungefähr die Kiste. Hier steht ein Keller unter Wasser. Ja, gefährlich immer, ne? Ja. Hatte ich ja schon mal. Ich wollte gerade sagen, bist du nicht im Keller mal gestorben? Ja. Wegen Bug. Du warst zwar aus dem Wasser raus, aber das hat ihn nicht interessiert. Ich habe vom Garten aus den Keller aufgemacht und bin mit einem Schritt rein. Irgendwie, angeblich. Ja. Und bin er dachte, er muss ertrinken. Oberirdisch ertrunken. Ich habe zwei Kochtöpfe gerade gefunden. Ja. Brauchen wir die? Nö. Ja. Können wir selbst machen. So, hier geht's runter. Oh. Bam. Ach, ich mag diesen Keller nicht. Ich mag ihn nicht. Nee, das ist so. Ich denke auch, dass es zu gefährlich ist, ja. Ein Griff ins Klo? Mexiko, nein. Brauchen wir auch nicht. Ist hier kein gescheiten Loot in dem Haus? Mal Loot weg. Ich hoffe, wir haben da irgendwie was zu essen drin. Wo? In unserer Ablagerungs-Loot-Kiste. Nein. Hast du Hunger trinken? Oder was? Hm. Hier war ja ein Dings-Shop. Stimmt. Ein Sham. Den gucke ich mir gleich mal an. Ach ja, du guckst dir den gleich mal an, ja? Ich hab Durst. Das sind ganz normale Triebe. Triebe? Ja. Ich jetzt glaub, ausleben werde. Ich glaube, ich bringe mal ein bisschen Loot nach Hause. In die Kiste hier? Ja. Ja, das kann alles. Ja, die Stadt ist jetzt nicht so Bombe, finde ich. Nö, aber wie gesagt, ich glaube, für den, um einfach diesen Loot-Ping oder Skill nach oben zu picken, besser, als wenn du hier 7 Stunden läufst und immer mal ein Haus findest. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Macht ja nichts. Ah. Irgendwas geht mir gerade durch den Kopf. Ah. Du bist was, es. Was ist. Ich? Oh. Irgendwas ging ihr durch den Kopf. Aha. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, er meinte einen Zombie. Das wäre auch irgendwie eigenartig gewesen jetzt. Ich helfe dir mal da raus, komm mal her. Hallöchen, mein Freund. Ja, nicht mehr lange. Und dann? Dann kommt mal die erste Horde, ne? Da wird's lustig. Nö, ich glaube, wir haben eigentlich alles safe soweit. Ja, das wird ziemlich chillig. Ja. Also ich bin von der ersten tatsächlich... Ich habe bis jetzt noch nicht eine gesehen, die irgendwie wirklich spektakulär... Die zeigt dir sogar noch... ganz gut auf, wo du vielleicht noch Schwachstellen hast. So siehst du es. Ja. Wenn sie, genau, durchbrechen, ne? Oh. Das ist auch ein Wahnsinns-Loot, wenn du einen Gunpowder hast. Wie? Irgendwann brauchst du... Ja, ich habe einen Gunpowder im Inventar. Der nimmt mir den ganzen Platz weg. Ja. Pech damit im Zweifel. Pech damit im Zweifel. Ducktape wäre jetzt aber schon so eine Sache, ne? Für was? Zum Beispiel? Minibike? Oh, da liegt eine Batterie. Oh, ja. Ich habe die Batterie fallen lassen. Ja, die Batterien haben wir schon mal. Ja, sind aber zwar die keine ist, guten? Ja, grau. 99 ist die. Du.
wie sag ich immer so gerne? Haben ist besser als brauchen. Headlight. Wir nehmen erstmal die Batterie als keine, ne? Ist recht so, mein Lieber, ist recht. Okay. Muss ich mal hier ganz kurz was auslagern. Damit ich mir die zwei Pipes noch mitnehme und die dann schredder. So. Ach, den Sand wieder mitgenommen. La 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 lol. Entschuldigen bitte. Oh nein. Es tut mir wirklich leid. Was ist denn oh nein? Ja, ich habe hier die aus der Tür rausgelassen und dafür hat sie mir direkt einen verpasst. Ehrlich, muss ich dir helfen? Nö, alles gut. Aber irgendwie mit der Alpha 14 bin ich, ich sag mal, unvorsichtiger geworden, glaube ich. Ja, das habe ich auch mitbekommen. War ja bei der 13 zum Ende schon schwierig geworden. Ja. Das ist mir auch schon aufgefallen, dass du Flügel wirst. Ja, weiß ich auch nicht. Komisch. Weil, also ich kannte das ja, also ohne Mist, ich kannte das ganz lange nicht, irgendwie zu sterben. Ja. Ich bin jetzt irgendwie gefühlt in den letzten ein, zwei Wochen so oft gestorben. Kann gar nicht verstehen, warum. Ich auch nicht. Auch dumme Sachen. Das, ja, das kann ich was, auch. Das was kann mir ich passiert wirklich. Ist, ich hab für Tag 14 Horde, habe ich Minen, weil ich ein Militärlager gefunden habe, ausgelegt. Ja? Und beim Auslegen habe ich schon gesagt, oh Gott, hoffentlich vergesse ich nicht, dass ich hier Minen hingelegt habe. Was weiß ich, Tag, ich glaube, oh, ich weiß gar nicht, war das schon, ich glaube 19 oder so. Ja. Minibike, ich fahre eine Kurve, fahre in die Mine rein. So dusselig. Ja. Tja, so ist das. Kannst du First Aid schon? Kit, First Aid Kit? Ich guck gleich mal, warte. Mhm. Nein, ja. Ein Ja. Hier ist ein cooles Haus. Dein Haus. Noch eine Wrench. Schimmelbrüder. Ich kann mich eigentlich nicht mit denen jetzt beschäftigen, weil eigentlich wollte ich ja meinen Kram abgeben. Doch, mehr Zombies. Kann das sein? Doch, ne? So ein bisschen? So ganz leicht. Also auf jeden Fall haben wir an diesem Wochenende mehr gekillt wie an jedem anderen. Ja. Genau. Strafe dem, der. Aber die haben alle Schimmelbrot einstecken. Die haben alle nur grünes, grün geschnibbeltes Nutella-Brot. Ja, da müssen wir noch irgendwie vorankommen, ne? Da sind wir noch nicht so echt gut. Echt schlecht. Ja gut, aber dafür ist doch die Stadt hier gut zum Üben. Ja, das stimmt. Was haben wir hier noch so für Häuser hier drüben? Normale. Schönes Steinhaus. Ach, hier waren wir schon. Ja, an Häuser ist es echt ein bisschen dürftig hier. Ja, also Dörfler, ne? Ja. Eine Bombenstadt ist es nicht. Ne, warte mal. Irgendein Store ist hier noch. Ich weiß, aber ich komme gerade von hinten. Apropos hinten, ich war ja hier noch nicht oben drauf. Ist gut, dass ich nochmal von hinten gesagt habe. Warst du im Schäm drin jetzt, oder was? Ja. Oh. Und endlich mal Federn. Oh, hat das auch irgendwas mit Blutglück zu tun, dass man irgendwie ein paar mehr kriegt oder so? Eigentlich nicht. Ich kann nicht sagen, aber ich hatte immer so, also irgendwie so bis Tag 6 irgendwie ja nie Federn. Und jetzt jedes Nest. Na, ich bring Glück halt. Ja. Das ist so. Sieht aus wie ein Bauplatz hier. Sieht doch aus wie ein Bauplatz hier, oder? Toll. Der Bär chillt vom Krakenbock. Ja, das ist, das ist fies. Weil der lohnt sich. Oh, krasser Stein. Der lohnt sich ja immer, ne? Der Stein? Nee. Rezepte lernen. Ja, egal mit welchem Level, ne? Irgendein Buch kriegst du ja immer da. Ding Rifle Part 17. Super.
Oh, Iron Leg Armor. Das nehmen wir. Können wir die Hunde nicht mehr so in die Beine beißen? Okay. Ich habe auch noch ein Buch für dich. Noch eins. Lederhandschuh. Ich weiß nicht, ob du das schon kannst. Leather. Also davon Leather. Abgesehen, dass ich glaube. Gloves? Nein. Ja, kriegst du. Ich habe ein wunderschönes Buch jetzt zum Lernen. Das ist mein Sonntagsbuch. Ein Spike-Club-Schematik. Nahkampf. Ich liebe es. So. Bike Club ist geil, der ist epic. Oh. Hey Lady, pass auf, da vorne ist ein Bär. Shotgun. Gehen wir da schon rein? Nee, wäre eigentlich schade, ne? Meinst du? Ja, ja. So graue Teile, ne? Wir können ja eh ein paar Rezepte noch nicht. Also von den Waffen. Ich glaube, das können wir uns noch sparen. Ich glaube, ich markiere das mal. Muss man zurück erstmal. Popopill und Crackenbook ist hier hinten noch. Also, okay. Die Kiste, die war. Wo war dann die Kiste? Hallo? Da irgendwo war die. Oh nein! Stunt! Lass mich weg! Nein! Ey, was ist denn los? Oh, alter Schwede. Ich glaube, ich komme zu dir. Nein, nein, alles gut. Es hilft nichts. Also, ich muss zu dir kommen. Ich weiß auch nicht, was los ist. Was machst du da rum? Wegen dem... Hast du geblutet? Wieso? Sehe ich aus wie... als wenn ich geblutet hätte? Ein bisschen, ja. Okay, das kann sein. Also ich war bei 52 Leben. Ein Beaker hat die Kleine hier gehabt. Brauchen wir nicht, oder? Ey, der kommt nur vorbei, um meine Zombies hier zu looten. Ja gut. Okay, ich guck weg. 43 Grad, mir ist warm. Ich habe hier in dem roten... Da liegt einer tot. Im roten Sedan habe ich, ich leg dir da was rein. Ja, danke. Ob du es möchtest oder nicht, entscheidest du. Im roten Sedan. Ja. Hier liegt einer zum Looten noch. Ja. Da steht immer töten. Oh. Ich habe halt auch noch mistige Pfeile, das ist ja einfach... Schießt du immer noch mit dem alten Zeug, oder ja, was? Ja, ich batte ihn noch weg. Du weißt schon, da steht frisches, ja, die will ich mir auch bewahren für die Horde. Oh, hinter dir ist was. Aber das kriegst du bestimmt hin. Richtig? Ja, das ist doch nur so ein Mädchen. Hey, lass meine Schnecke in Ruhe. Achso, Entschuldigung. Dann lass ich sie. Leather. Reed. So, dann machen wir hier nochmal ein... Ach. Waypoint? Geht's? Kann ich dir helfen? Nee, alles gut. Das Problem ist nur... Ich helfe dir. Dass ich das Gras treffe. Wenn die da. Oh! Du, epic Loot auf. Ich kann es nicht einsammeln. Wir können aber das nochmal tauschen. Mal noch tauschen. Soll ich dir mal ein Ei geben? Ich gehe mal raus und du kannst den Rest mitnehmen, ja? Mhm. Hat er. Hast du? So, ja, genau. Also bevor ich jetzt meinen Loot abgebe, will ich nochmal gucken, was hier für ein Laden ist. Oh, hier sind zwei. Das ist, rechts ist Popopill und links ist Crackenbook. Achso, das war da, wo dein Bär ist. Aber ich will erstmal mein Kram abgeben. Besser ist das. Besser ist das nämlich. Besser ist das. Oh, noch eine Batterie. Sehr gut. Engines wären langsam mal interessant. Wieder so wenig Flüssigkeit. Mein lilaner Klapp ist bald alle. Irgendwo... Das ist bitter. Den reparieren tut weh. Na, dann wird er wahrscheinlich schon mal blau werden. Ja. So. Ach. Hey, jeder ein, oder? Ach, da ist noch einer. Oh. Zum Glück hat der dich angegriffen, ansonsten hätte er mir die Füße gebrochen. Hinter dir ist ein Bär. Komm zu mir. Komm ganz vorsichtig zu mir. Oh nein. Okay, es wäre zumindest nur kurzwitzig gewesen, aber ich hätte sagen müssen, geh ein Stück zurück. Geh ein Stück zurück.
Ich habe das schon verstanden, wie du das meintest. Das wäre so witzig. Wie bei diesen Fotos machen, weißt du? Wenn einer so am Wasserrand steht. Geh, kannst du noch ein Stück zurück? Ja, das ist geil. Sag mal, wieso kann ich den nicht looten hier? Der ist nicht hier lootbar, der Freund Blase. Da schläft er ja noch. Ja, der tut nur so. Der ist ja auch leer, der hat ja nichts drin. Deswegen. Oh, jetzt wäre ich fast in. Das wäre die Rache gewesen. Oh. Jetzt, ich wäre auf was reingelaufen. Vor allem ist das schon 20 Uhr. Alter Schwede, ich habe gar nicht auf die Uhrzeit geachtet. Ist das schon wieder so hell? Ich wollte den gerade mal knutschen in den Arm nehmen, du. Den Bären, ne? Ja. Mhm. Verschanzen wir uns hier irgendwo oder laufen wir einmal nach Hause und bringen schon mal was hin? Aber das ist ja in der Nähe eigentlich. Ja, so weit ist es nicht, ne? Also zu Hause noch ein bisschen was weitermachen, fände ich eigentlich irgendwie auch nicht uncool. Ja, wir bräuchten auch noch mal Iron Arrows, glaube ich. Ich hau einmal alles rein, also das, was zumindest geht irgendwie, um es erstmal doppelt zu haben. Kannst du es ja auch noch mal probieren, wenn du magst. Genau, warte. Legen wir erstmal den ganzen Loot zusammen. Ist der weit weg. Bei der Police Station ist ein Licht kaputt. Dann nehme ich daran, dass bei mir eine Nummernschildbeleuchtung kaputt ist. Hat mir der TÜV-Mensch gesagt, ja. Ja, und musstest du jetzt nochmal mit dem Zettel hin, oder? Ich muss nochmal hin, ja. Aber nicht wegen dem. So. Habe ich eigentlich alles soweit mal gedrückt? Wir schmeißen alles zusammen. Und R. Uch. Nur Crap. Okay. Ja. Den Kaliber musst du aber bitte mitnehmen. Das wäre vielleicht schon ganz wichtig. Oh, ich verdurste, sehe ich gerade. Essen. Ach, zufälligerweise, Essen hat bei dir nicht mehr reingepasst. Ist klar. Brauchst du noch was zu trinken? Hier wäre noch was. Ich hab noch. Hat er noch gehabt. Alles klar. Alles klar. Hast du Fleisch mit? Ich habe Fleisch eingepackt, ja. Ich traue mich das. Oh. Ja gut, man hätte hier auch ein bisschen was scrappen können. Gut, mein Inventar ist voll. Was ist denn jetzt? Irgendwas ist voll. Mein Inventar ist irgendwie voll. Ja, na klar ist dein Inventar voll. Du hast ja auch R gedrückt. Nee, hab ich nicht. Da liegt ein Glas. Ich bin mir gerade unsicher, ob ich das wirklich haben möchte, weil wir so viel Gläser haben. Ich hab den bösen Räusperhust. Ja, der ist richtig fies. So, aber... Ja. Genau, hier ist auch ein bisschen... Kann man mitnehmen, muss man aber nicht. Was hier noch ist. Ein bisschen Holz werde ich nochmal schlagen. Was ist denn das hier eigentlich? Warte mal. Die Military Fiber. Warum? Wieso? Hä? Warum das? Was hatten wir dann da noch? Shotgun konntest du noch nicht, oder? Ich glaube nicht, das kannst du ja so schlecht nachkontrollieren. Das kannst du ja nur, wenn du irgendwie einen Shotgun-Teil hast. Ja. Gut, gehen wir zurück. Ja. Stimmt, schaffen wir es nicht mehr. Hast du auch so einen schönen Sonnenuntergang wie ich? Nein. Und da läuft er einfach hier zwischen Baum und Axt durch? Ja, während einem Schlag. Während einer Schlagpause. Das hast du sehr gut gemacht. Mir ist das wohl aufgefallen. 25%. Ich weiß auch, warum man so viel Durst hat. Und zwar, weil man so viel angezogen hat. Also, du bist oberkörperfrei, ne? Mignon. Ja, trotzdem überhitze ich immer sehr schnell. Jetzt regnet's, jetzt geht's. Oder wenn man zu viel zu tragen hat. Ja. Das könnte es auch sein. Okay. Nö, war eigentlich nur so. Ich bin der Meinung, wir sollten auf jeden Fall unser Loot abgeben und noch mal ein bisschen was gucken, ne? Bisschen was gucken? Ja. Bisschen gucken, ob keiner guckt, würde ich sagen. Ja. Das macht am meisten Sinn. Ja, ist echt dicht dran. Also, ja. Also ich bin zu... Also natürlich keine schöne Stadt. Das ist so mein Resümee. Ja, das ist ein bisschen... Und deins ja auch. Genau, aber Popopil und Buckencrack müssen wir noch
klar machen. Definitiv, ja. Loot Level kommt nach oben, das heißt, wenn wir die nächste City finden, mit den Minibikes dann natürlich. Ja. Nicht. Dann wird das, glaube ich, jetzt schon ein bisschen interessanter. Kurz vorher geht mir noch die Booster aus. Toll. Ja, toll, Ted. Holz, Holz, Holz. 1000, alles klar. Haben wir eigentlich schon gelbe Pflanzen eingepflanzt? Nee, gell? Nee. Wir haben B-technisch, glaube ich, also ich zumindest, nichts gemacht. Ach. Zu Hause, endlich. Zu Hause, genau. Haben wir noch was für die Forge? Ja, klar. Vieles, vieles, vieles. Ja, also ich glaube, wir kramen einfach mal so ein bisschen unsere Taschen auseinander. Und wie ihr seht, wir haben die Folge wieder etwas länger gemacht. Ah. So sind wir. Wie läuft? Es wird immer mehr jetzt. Jeden Tag eine Minute mehr. Ne? Da sind wir bald bei einer Stunde Sendezeit. Oh Gott, das, dann beschweren sich alle. Ja. Oh, wer soll das schaffen? Also am Wochenende eine Stunde. Ja. Und dann muss man nur ausrechnen, wie lange es noch dauert. Ja. Aber so lange machen wir noch. Oder? Bis? Bis die Folge eine Stunde dauert, wenn wir jede Woche eine Minute ransetzen. Ich würde sagen, ne? In welcher Alpha sind wir da, ist die größere Frage. Ich geb dir nochmal einen Heiligenschein hier. So. Ich hoffe, das sieht schick aus. Ich werde es mal angucken. Ich bin weit weg, aber warte, ich komme mal ran. Ich sehe doch so schlecht. Hey du. Moinsen. Taschen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen da. Ein für Omme, ein für mich und ein für den LP Gonji. Jawohl. Und ja, Social Media und so teilen, ne? Social Media, bitte. Lächer. Und dann sehen wir uns nächste Woche schon wieder. Ich hoffe. Bis Danny. Tschüss, mach's gut. Tschüss. Huch, Entschuldigung.